Im Harz gibt es ein regionales Unternehmen, das aus Überzeugung und aus Liebe zu den Tieren möglichst wenig wegschmeißen will. Der Brockenbauer im Harz ist ein Familienunternehmen mit Tradition. Lecker essen kann man dort im Steakhouse. Was wir im Restaurant aber oft nicht mitbekommen, ist, wie viele Lebensmittel gar nicht verwendet werden können und weggeschmissen werden. Es geht aber auch anders. Wir sagen auch ganz klar, das ganze Tier gehört verarbeitet und nicht nur die Edelfleischteile. Wir schützen mit unserem Handeln die Natur nachhaltig. Die Artenvielfalt wird durch die Zucht des Harzer Roten Höhenviehs gefördert. Und wir produzieren Lebensmittel, die einen positiven Einfluss auf die Gesundheit der Menschen haben. Und dieses ist für uns wertvoll. Und wir wollen das im gesamten Betrieb umsetzen, weil wir das so leben. Radio SAW. Nachgefragt. Der Podcast. Wir reden in dieser Woche über Lebensmittelverschwendung und wollen in dem Zuge auch mal so ein bisschen die Seite der Gastronomen kennenlernen. Und wir haben Susanne Thielicke dran, ein regionales Unternehmen aus Sachsen-Anhalt. Und wir sind mal gespannt, was machen Sie überhaupt? Was kann man bei Ihnen alles kaufen? Was stellen Sie alles her? Stellen Sie sich bitte mal ganz kurz vor. Ja, hallo liebes SAW-Land. Es begann mit dem ersten Harzkuh-Kälbchen zum 30. Geburtstag meines Mannes Uwe, welches ich ihm geschenkt habe, was es auch sein sollte und bleiben sollte. Wir haben allerdings gemerkt, dass genau diese Rasse, die es immer im Oberharz gegeben hat, es uns angetan hat. Und wir mit dem Harzer Roten Höhenvieh einen Biobauernhof im Oberharz aufgebaut haben. Wir bewirtschaften reines Grünland unterhalb des Brockens. Unsere Töchter Julia und Sarah sind nach ihrem Studium, eine hat Landwirtschaft in Halle studiert, die andere Betriebswirtschaft Richtung Marketing in Wernigerode, sind sie mit in unseren Familienbetrieb eingestiegen, haben den Betrieb weiterentwickelt und wir können stolz sagen, wir sind der Brockenbauer. Unsere Kühe, die wir im Oberharz halten, sind ganz klar kein Nahrungskonkurrent zum Menschen. Denn wir füttern unseren Kühen keinerlei Kraftfutter, keine Maissilage, nichts, sondern tatsächlich nur das Oberharzer Bergwiesengras im Sommer und im Winter hofeigenes Heu und Gärheu als Futter. Es ist also tatsächlich alles aus einer Hand. Unsere Tiere werden bei uns auf dem Hof geboren, wachsen bei ihren Müttern auf, trinken die Milch vom Euter. Sie haben also, ich sage es auch ganz klar, bis zu dem Tage X, der für jedes Nutztier irgendwann einmal kommt, ein sehr gutes Leben bei uns gehabt und gehen dann über die eigene Biofleischerei mit Hofschlachtung, Hofladen und Steakhouse bei uns im Unternehmen als verarbeitetes Rindfleisch und Schweinefleisch. Hatte ich jetzt vergessen zu sagen, wir haben auch die alte Rasse Angler-Sattelschweine dann bei uns übers Restaurant an unsere Kundschaft hinaus. Okay, also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Sie sind ein Traditionsunternehmen und das Ganze basiert quasi auf dem Harzer Rotes Höhenvieh. Damit hat es angefangen und läuft ja auch immer noch. An der Stelle soll ich übrigens auch noch mal ganz liebe Grüße von meinen Eltern ausrichten. Die wiederum sind nämlich, ich glaube, übers Landesernte-Dankfest auf die Leberwurst vom Sattelschwein gekommen und die sind total begeistert, die essen die mega gern, aber ich soll auch ausrichten, dass die immer super schnell ausverkauft ist. Also ja. im Bioladen. Ne, da ist das Regal immer super schnell leer. Das spricht doch total für uns. Gute Qualität geht halt auch beim Kunden sehr schnell in den Kühlschrank und in den Bauch und so soll es ja auch sein. Wir freuen uns darüber, dass wir positive Resonanz für unsere Produkte vom Kunden direkt tagtäglich auch bekommen. Liebe Grüße an Ihre Eltern zurück. Ja, das werde ich doch ausrichten, auf jeden Fall. Aber jetzt nochmal zurück zu Ihrem Unternehmen. Also Sie haben Harzer Rotes Höhenvieh und das Sattelschwein. Daraus werden Lebensmittel hergestellt. Außerdem gibt's auch noch das Steakhouse. Richtig. Und ich würde mal damit anfangen, machen Sie uns doch mal so ein bisschen den Mund wässrig. Und führen Sie uns doch mal ganz kurz durch die Speisekarte. Was steht denn da so drauf? Also wir sind ein Slowfood-empfohlenes Restaurant. Slowfood ist ja die Abkehr von Fastfood und das leben wir auch. Wir bieten also alles von unseren eigenen Tieren an.
Das geht los von einer Rinderkraftbrühe vom Harzer Roten Höhenvieh, Rouladen gewickelt, wie bei meiner Oma gelernt, mit Salz, Pfeffer, Paprika, Piment, Senf, Speck vom Angler Sattelschwein, ganz dünn geschnitten, Zwiebel und Gurke, schön scharf angebraten und daraus dann die zarten Rouladen gekocht. Wir haben die Steaks vom Harzer Roten Höhenvieh, also auch die großen Knochensteaks wie Porterhouse, Ribeye, T-Bone Steak. Wir haben aber auch Filetsteak und Rumpsteak. Das sind genau die Teile, die ja jeder Gast am liebsten isst, wo aber das Tier leider halt nicht unbegrenzt viel zur Verfügung stellt. Und wir haben vom Angler Sattelschwein die Gerichte wie Schnitzel, wir haben ein Gulasch, wir haben Sahne-Geschnetzeltes, wir haben auch Sojanka oder Gulaschsuppe. Also wir haben von allem etwas. Mhm. Und wir sagen auch ganz klar, das ganze Tier gehört verarbeitet und nicht nur die Edelfleischteile. Das ist uns ganz wichtig. Okay, ich kann jetzt leider nicht weitermachen, weil ich habe so einen Hunger, ich muss zu Ihnen in den Harz fahren. Ja, da habe ich doch alles richtig gemacht, wenn ich schon so gut schwärmen konnte von unseren Gerichten, die wir kochen. Auf jeden Fall. Aber Sie haben es gerade schon angesprochen, Tiere sind nicht unbegrenzt verfügbar. Sie haben aber in Ihrem Restaurant trotzdem einen sehr interessanten Ansatz, denn die Gastronomie, das muss man ja ehrlicherweise sagen, ist auch für einen relativ großen Teil der Lebensmittelverschwendung in Deutschland verantwortlich. Aber Sie haben sich Gedanken gemacht und haben gesagt, nee, wir wollen nicht, dass alles in der Tonne landet. Erklären Sie uns mal, welchen Ansatz Sie da gefunden haben. Das ist ganz schnell formuliert und ausgesprochen. Wir sagen, ein Tier, was bei uns auf dem Hof geboren, aufgewachsen und geliebt wurde, hat in jeder Hinsicht eine Bedeutung für uns und auch für die Gäste, die zu uns kommen. Und ein Tier wird erst geschlachtet, wenn alles vom Tier davor verarbeitet ist. Ist das nicht der Fall, bleibt das Tier auf der Weide und darf noch weiterleben. Wir sagen ganz klar auch in der Öffentlichkeit, wenn alle, dann alle. Und dann wird erst das nächste Tier bei uns geschlachtet und verarbeitet. Okay, also das heißt, Sie haben Ihre Bestände richtig krass im Blick und überlegen sich, wann brauchen wir Nachschub? So jetzt grob gesagt. Genau, Sie haben das richtig formuliert. Genau so ist es. Wir haben alles im Blick. Auch, ich sag mal, im Sommer wird weniger gegessen, im Winter eben mehr, auch mehr heiße Gerichte, mehr deftige Gerichte. Und so passen wir auch die Speisekarte an. Aber wie gesagt, wenn das Sattelschwein quasi Schnitzel alle ist, dann ist es alle. Aber wenn das Tier noch nicht verarbeitet ist, dann wird noch kein neues Schwein geschlachtet, nur damit wir in der Gaststätte Schnitzel haben. Hm. Jetzt stecken ja die wenigsten von uns so richtig doll drin in der Materie, was jetzt die Gastronomie oder den Restaurantbetrieb angeht. Haben Sie da mal so ein paar Beispiele? Also wenn Sie jetzt sagen, das Schnitzel ist alle, aber wir haben noch dies und das vom Sattelschwein zum Beispiel. Können Sie das für uns noch mal so ein bisschen beschreiben, dass wir wissen, okay, es gibt noch diese und jene Verwendungsmöglichkeit für einzelne Teile des Tieres? Ja, also Folgendes. Ich sagte ja schon, die Edelteile, auch vom Rind, und das betrifft ja das Schwein auch. Ein Schwein hat auch ein Filet, ein Schwein hat einen Rücken, so wie das Rind auch. Das sind dann die Steaks. Das Rind hat auch noch Tafelspitz, die Ober- und Unterschale hat das Schwein auch, wo man dann Schinken draus machen kann auch. Also diese Edelfleischteile, die sind im Prinzip immer schon im Vorfeld ja bestimmt für die besseren Gerichte im Restaurant. Jetzt gibt es aber noch, ich sag mal, die Bauchlappen vom Tier, ja, so die Seitenflanken, wo die Rippen dran sind oder die Beine, die Beinscheiben oder der Hals. Gut, die Bäckchen sind jetzt nicht das Richtige. Die Rinderbäckchen zum Beispiel oder Schweinebäckchen, das sind Spezialitäten. Da sparen wir dann auch schon auf für Weihnachten, weil das total leckere Gerichte zu Weihnachten sind. Also es gibt eben bestimmte Teile, die sind rar und begehrt. Aber es gibt eben auch unedle Teile, sage ich mal,
zum Beispiel die Abschnitte vom Herz oder von der Lunge oder Abschnitte von der Leber, die jetzt nicht direkt als Lebensmittel verarbeitet werden, zumindest bei uns jetzt nicht, da kochen wir eine, ich sag mal, Hundewurst draus. Mhm. Das ist also eine ungewürzte Blutwurst, wo diese Abschnitte dann verarbeitet werden, sodass sie nicht weggeworfen werden. Und wir haben eben sehr viele Tierfreunde und Tierhalter, die dann diese ungewürzte Blutwurst sehr gerne kaufen und das ihren Hunden füttern. Wir haben aber auch den eigenen Hofladen. Und da ist es halt so, dass von den Teilen, wie ich eben schon sagte, Fleischabschnitte, Bauchlappen und so weiter, wird dann Wurst hergestellt. Also Salami, Bratwurst, Bockwurst, Leberwurst, Rotwurst und. Was wir dann im Hofladen verkaufen können. Also das gesamte Tier wird komplett verarbeitet. Und wenn jetzt im Restaurant, ich sag mal, wenn jetzt zu viel Gulasch gekocht wurde und es ist absehbar, dass der im Moment nicht sehr viel angefragt wird im Restaurant, dann nehmen wir die restlichen Portionen Gulasch und kochen die in Convenience ein und verkaufen sie, so wie im Restaurant dargeboten und für die Kunden zu bestellen, im Glas. Also man kann dann auch eine vollwertige Nahrung oder ein Gericht, Gulasch oder Gulaschsuppe, selbst Rouladen haben wir im Glas eingekocht, was man dann mit nach Hause nehmen kann. Und wenn man mal keine Zeit zum Kochen hat, macht man sich so ein Glas auf und hat ein hervorragendes, gesundes Essen auf dem Teller. Und so führen wir den gesamten Brockenbauerbetrieb über die Fleischerei, Restaurant und zurück in die Fleischerei, um dann die Convenience für den Kunden oder für den Wiederverkäufer, wie schon angesprochen, ihre Eltern kaufen in Magdeburg ein, im Naturata. Dort kann man denn diese Convenience auch bestellen oder einkaufen. Ich merke einfach gerade, dass das Thema wirklich sehr komplex ist und bei Ihnen ja total viele verschiedene Aspekte damit reinspielen, weil den Hofladen zum Beispiel, den hatte ich ja vorhin bei der Aufzählung gar nicht mit auf dem Schirm, den gibt's ja auch noch. Aber wenn ich jetzt nochmal auf Ihr Restaurant gucke, dann könnte ich mir ja vorstellen, wenn man so arbeitet, wie Sie das machen, dass man sagt, okay, wir wollen von dem Tier nichts wegkommen lassen, nichts wegschmeißen, dann muss man ja auch bei der Speisekarte, bei den Rezepten ein bisschen flexibel sein, oder? Richtig. Wir haben Tagesgerichte wir haben da so eine grüne Tafel im Restaurant hängen. Da kommen dann die Tagesgerichte drauf. Wenn man jetzt mal, ich sag mal, einen Herzragout gekocht hat oder Zungenragout ist auch so ein sehr beliebtes Gericht als Vorspeise, dann kommen die da auf diese Tageskarte und man kann dann sagen, okay, wir haben jetzt gerade diese zusätzlichen Gerichte, die es in der Karte halt nicht immer gibt, weil es davon eben nicht so viel gibt. Ja, so ein Tier hat ja auch nun mal nur eine Zunge. Und wir haben eben auch, wenn wir jetzt besonders hochwertige Fleischabschnitte haben, so vom Filet zum Beispiel, kann man ja auch nicht vom gesamten Filetsteaks quasi braten, dann werden eben diese Enden, Filetspitzen oder Köpfe werden dann zu Geschnetzeltem verarbeitet und das steht dann eben auch nur mal an der grünen Tafel im Restaurant. Also Tagesgerichte sind dann kurz aufgeführt, aber eben nicht immer bestellbar. Weil ich war auch bei Ihnen auf der Internetseite und habe mir die Speisekarte angeguckt und das ist ja quasi ein fester Bestandteil und dann gibt es dazu noch diesen variablen Teil, denke ich mal. Ja, richtig. Und sagen Sie mal, um das für uns mal so verständlich zu machen, kontrollieren Sie das dann von Tag zu Tag oder machen Sie dann so einen Wochenüberblick und wer denkt sich das dann aus? Also die einzelnen Rezepte oder die Gerichte, die dann da drauf kommen? Also wir haben einmal in der Woche ein Meeting, ein Fleischerei-Meeting und anschließend ein Küchen-Meeting, wo wir genau diese Punkte besprechen. Dann wird gesagt, das ist noch davon viel da, davon ist wenig da. Haben wir was Neues, was wir neu nachschieben können oder ist es jetzt tatsächlich alle? Also das wird innerbetrieblich jede Woche mit der Küche und mit der Fleischerei besprochen. Und dann sagt der Koch, okay, ich könnte daraus jetzt das herstellen. Und dann wird es an die Tafel geschrieben.
Wenn wir jetzt mal unterm Strich gucken, dieses Konzept, es klingt auf jeden Fall erstmal nach mehr Aufwand. Da kommen wir auch gleich noch zu. Aber was würden Sie sagen, wie effizient ist das? Also wie viel Prozent, sagen wir mal, von einem Sattelschwein kann man denn wirklich weiterverwenden für Wurst oder für ein Gericht oder für was auch immer? Und wie viel Prozent fallen einfach an, wo man sagen muss, das können wir nicht retten? Also ich kann jetzt schlecht Prozente angeben. Mhm. Wir lassen ja unsere Sattelschweine viel länger leben, als das normale Schwein jetzt lebt. Also meine Oma hat immer gesagt, Susi, ein Schwein muss einmal Geburtstag haben. Dann hat es ein tolles Fleisch und einen tollen Speck. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, die Rouladen, die wir im Restaurant haben, die bekommen ja, so wie von meiner Oma das Rezept früher war, auch den Speck geschnitten mit eingewickelt. Und guter Speck ist schwer zu bekommen. Also wir verarbeiten vom Sattelschwein tatsächlich alles. Wir machen ja auch eine Schweinesülze, wir machen Schweinsgehacktes, wir kochen die Leberwurst, wir haben die Hausmacher-Leberwurst, wo ja ihre Eltern so von geschwärmt haben. Mhm. Also mein Mann könnte das bestimmt ganz genau und präzise beantworten. Ich sag mal, zu 95% wird vom Schwein alles verarbeitet. Also wenn Sie jetzt für Ihren Betrieb mal gucken, wenn wir jetzt mal so gesamt drauf gucken, dann ist es schon wenig, wo man sich von verabschieden muss, wo man nichts mehr machen kann. Ja, das sind natürlich die ganzen Schlachtabfälle, die halt nicht mehr verarbeitet, also für die menschliche Ernährung gedacht sind. Die werden quasi abgeführt. Dann die Kuhhörner, die Klauen, auch beim Schwein jetzt die Klauen oder Füße, die Schweinefüße, das kann man ja nicht mehr verarbeiten. Und das wird dann quasi auch abgeholt und irgendwo anders denn vielleicht zu Seife oder irgendwas verarbeitet. Mhm. Das können wir in der Fleischerei, die Lebensmittel produzieren, nicht mehr verarbeiten. Und das ist dann für uns tatsächlich Abfall. Aber zum Beispiel die Rinderknochen, wir lassen die ganzen Rinderknochen, die jetzt natürlich auch beim Rind sehr zahlreich vorhanden sind, lassen wir 2 Tage bei 80 Grad im Kessel ganz langsam auskochen. Also die gesamte Kraft in den Knochen geht in die Rinderkraftbrühe. Das ist ein ganz gesundes Lebensmittel. Und ich kann jedem nur empfehlen, wenn irgendeine Grippe im Anmarsch ist, so eine Rinderkraftbrühe ist echt belebend und gesund. Und das ist ja ein Tipp, den wir jetzt gerade im Herbst eigentlich alle ganz gut gebrauchen können. Ja. Hatten Sie diesen Ansatz schon, seitdem es dieses Unternehmen gibt? Oder kam das dann irgendwann im Laufe der Zeit, dass man festgestellt hat, Mensch, es gibt so viele Sachen, die man noch anderweitig verwenden kann, es wäre einfach schade drum? Nein, diesen Ansatz haben wir tatsächlich von Anfang an. Dieses Konzept ist ja nicht gewinnmaximierend. Ja, also wenn ich jetzt Steaks zukaufen würde, um jedem Gast recht machen zu wollen, dann würde ich unterm Strich wahrscheinlich mehr Geld verdienen. Aber das ist nie unser Plan gewesen. Unsere Brockenbauer-Vision, also wir als Familie haben eine ganz klare Vision und die besagt, dass wir lieben ein gesundes Leben und wollen es für Mensch und auch für Tiere ermöglichen. Wir schützen mit unserem Handeln die Natur nachhaltig. Die Artenvielfalt wird durch die Zucht des Harzer Roten Höhenviehs gefördert. Und wir produzieren Lebensmittel, die einen positiven Einfluss auf die Gesundheit der Menschen haben. Und dieses ist für uns wertvoll. Und wir wollen das im gesamten Betrieb umsetzen, weil wir das so leben. Und Sie haben es eben schon selbst ganz kurz angesprochen. Es gibt durch dieses Konzept, durch diesen Ansatz, trotzdem manchmal Konflikte mit Gästen, die man natürlich glücklich machen will. Aber ich will auch gar nicht zu viel verraten. Erzählen Sie mal selber, was ist Ihnen da schon passiert? Welche Reaktionen gab es da schon? Das ist manchmal sehr bitter. Zu den sehr guten Kundenkommentaren, ich sag mal, da kann ich, glaube ich, eine Prozentzahl nennen. 90% unserer Kunden sagen, so wie wir das machen, ist es top. Die gläserne Produktion, alles aus einer Hand, man kann sich die Tiere anschauen, es wird alles verarbeitet. Das kommt sehr, sehr gut an. Aber es gibt eben auch Kunden und ich glaube, das sind auch bestimmt 10%, die dann, wenn man ihnen sagt, also ich sage wieder, das Schnitzel ist alle oder das Rumpsteak ist alle, dann muss man sich schon mal ganz, ganz böse Worte anhören. Zum Beispiel, ja, wir sind jetzt
von weit her gekommen und extra hier zu Ihnen und jetzt gibt es keine Schnitzel. Wie geht denn das? Man kann doch heutzutage alles kaufen. Nun kriegen wir das hier nicht. Und wenn die Leute mich ansprechen, dann haben sie ja direkt die Richtige gegenüber. Unseren Mitarbeitern fällt das immer noch sehr schwer zu argumentieren, weil sie wollen es natürlich jedem Gast recht machen. Und das schafft man nicht, wenn wir unser Konzept so verfolgen und mit breiter Brust sagen, jedes Tier ist wertvoll und wenn alle, dann alle. Man muss nicht ein Schnitzel essen. Es gibt andere Gerichte auf der Karte, die genauso gesund, genauso gut schmecken. Der Gast fährt definitiv nicht hungrig von unserem Hof nach Hause. Diese Überzeugung bringe ich auch rüber. Und gut, es gibt dann auch schon mal eine negative Bewertung bei Google. Da freue ich mich dann auch nicht drüber. Aber ich antworte dann auch ehrlich und sage, gut, okay, dann sind wir wahrscheinlich nicht der richtige Hof für Sie. Und man braucht dann auch nicht nochmal zu uns kommen, weil es kann immer wieder passieren, dass irgendetwas alle ist. Also das heißt, Sie ziehen Ihr Ding durch. Wenn Sie jetzt mal noch zusammenfassend zu Ihrem Ansatz einschätzen sollten, ob der gut ist oder warum der gut ist, was würde Ihnen da als Argument einfallen? Ein klarer Vorteil unseres Ansatzes, so wie wir es praktizieren, ist, wir sind authentisch. Der Gast kann alles vor Ort sehen und erleben. Wir sind nachhaltig und tun im Kleinen jeden Tag etwas nach unseren Möglichkeiten für die Natur und die Umwelt. Und ich bin der Meinung, oder wir generell sind der Meinung, die große Politik ist das eine, aber jeder Einzelne kann in seinem eigenen Leben etwas für die Natur und die Umwelt tun. Und wir glauben, wir machen mit unserem nachhaltigen Ansatz genau das Richtige. Jeden Tag ein bisschen. Und eine Sache, die mich noch interessieren würde, der Ansatz ist mit mehr Aufwand verbunden, weil man seine Bestände noch besser planen muss und besser gucken muss. Aber finanziell wirkt sich das doch sicherlich auch aus, oder? Ja, natürlich. Wir könnten... Ja, wenn wir dann, ich sage jetzt mal wieder, Steaks und Schnitzel zukaufen von woanders her, könnten wir jeden Kundenwunsch bedienen. Aber ganz klar, Geld ist nicht alles. Und wir haben mit unserer Brockenbauer-Vision anderes im Sinn und wollen das auch verwirklichen. Und da stehen wir dazu, wir berichten darüber und jeder kann mit uns reden. Wir nehmen diesen finanziellen Verlust, will ich mal gar nicht so sagen, ist es wahrscheinlich sogar gar nicht. Aber die negativen Beurteilungen von den Leuten, die dann hier nicht das Schnitzel essen konnten, ja auch mit breiter Brust entgegen und sagen, unsere Familie möchte das so. Wir wollen unsere Vision von einem Brockenbauernhof so gelebt wissen. Und das klingt total überzeugend. Ich habe auf Ihrer Homepage rumgeguckt und wollte mir zu dem Ansatz, zu dem Konzept auch noch ein paar Informationen holen, damit ich noch ein bisschen besser Bescheid weiß. Und dann ist mir aufgefallen, ich finde es gar nicht so richtig. Und das, obwohl es ja eine positive Sache ist, die Sie da leben. Warum werben Sie da nicht so offensiv? Ja, Herr Schödel, das ist eine sehr interessante Frage und die kann ich und möchte ich auch gerne beantworten. So ein Unternehmen wie der Brockenbauer mit Landwirtschaft, mit Verarbeitung, Fleischerei, Gastronomie. Unser Tag sollte besser 25 Stunden haben. Er hat aber leider auch nur 24 Stunden. Und die Internetpräsentation, wir wissen, es ist sehr, sehr wichtig. Wir sind auch bei Facebook immer mal aktiv. Und wenn ein Kälbchen geboren wurde oder. Aber wir wissen auch, wir könnten noch so viel Positives aufschreiben. Zum Beispiel, dass wir Mitglied in der Umweltallianz von Sachsen-Anhalt sind und ein autarkes Betriebskonzept entwickelt haben, wo die Scheitholzanlage, also nachwachsende Rohstoffe, eine ganz große Rolle spielt für unser Heizungssystem hier. Wir haben eine Photovoltaikanlage aufs Dach gebracht, eine Batterie eingebaut, um Stromautarkie zu haben. Wir nutzen eine Wärmerückgewinnung für die Warmwasseraufbereitung, weil wir haben ja sehr viele Kühl- und Tiefkühlzellen für die Fleischverarbeitung. Wir haben uns jetzt aktuell einen E-Radlader für die Landwirtschaft angeschafft. Und wir wissen,
Diese ganzen Dinge interessieren natürlich unsere Kunden auch sehr viel. Die wollen auch teilhaben an dem, was wir so uns anschaffen, wie wir arbeiten und leben. Aber das ist tatsächlich zu kurz gekommen. Ich muss es wirklich sagen, es ist schade, dass wir genau diesen Ansatz hier, Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken und auch dieses autarke Konzept noch nicht richtig bei uns auf der Internetseite präsentieren. Das ist der nächste Schritt, den wir aufgreifen, um unseren Kunden und Gästen das auch näher zu bringen. Vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, hier nochmal in mich zu gehen und zu sagen, jawohl, da können wir tatsächlich mehr tun. Es war einfach noch keine Zeit für die Homepage. Punkt. Richtig. Genau dafür haben wir das ja jetzt gemacht, dass man den Leuten dieses Konzept nochmal ein bisschen genauer vorstellen kann. Und vor allem, weil es eben auch bei uns in Sachsen-Anhalt ist, im wunderschönen Harz und eine super Anlaufstelle, um eben ihre tollen Produkte auch kennenzulernen. Und an dieser Stelle sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut, von uns berichten zu dürfen. Und es ist auch wichtig, diese Informationen auch breit rüberzubringen. Wenn alle, dann alle. Das ist das Motto vom Brockenbauern im Harz, ein regionales Unternehmen, das unter anderem das Angler-Sattelschwein und Harzer rotes Höhenvieh züchtet und daraus Wurst- und Fleischwaren herstellt. Susanne Thielicke vom Brockenbauer, die hat uns mal ins Restaurant mitgenommen, das sie ebenfalls betreiben, und hat uns ihren Ansatz mal ein bisschen genauer erklärt. Dort wird nämlich versucht, so viel wie möglich von Tieren weiterzuverarbeiten, im Restaurant, in der Fleischerei oder im Hofladen. Radio SAW. Nachgefragt, der Podcast.